Hallöchen, wir sind hier bei Backspin TV in Hamburg. Genau. Also die Tour läuft eigentlich ziemlich gut. In München waren jetzt nicht so viele Menschen, aber es war eine richtig, richtig geile Stimmung. In Ingolstadt ging total die Post ab und Tübingen war absoluter Abriss. Wahnsinn. Da waren wir auch ziemlich aufgeregt, weil es ist nicht alltäglich, dass wir mit Keule so unterwegs sind und alleine auftreten. Und da sind wir wirklich alleine auftreten und da waren ein paar hundert Leute und die konnten alles mitsingen und das hat uns schon sehr berührt. Berührt. Du meinst Gummipuppen? Eigentlich nicht. Das ist nur dick und doof auf der Bühne. Einer bunt, einer groß und dick. Und wir machen einfach. Das Ganze hat ja die Parallele zum Rap, dass es meistens Freestyle ist. Abgesehen davon, dass die Lieder und die Texte und sowas stehen. Aber alles, was dazwischen kommt, das wird nicht davor einstudiert. Also mit anderen Worten, wir haben nicht einmal geprobt für die Tour. Das stimmt. Und wir hatten tatsächlich aber mal eine Gummipuppe gehabt. Porky Paulina, The Fat Slapper. Aber bei Porky Paulina ist die Luft jetzt raus. Die hat irgendwie ein Loch zu viel gehabt. Und da ist jetzt wirklich die Luft einfach ist so, ne? Die geht nicht mehr. Das Nee. war auch sehr lustig. Wir hatten einmal, gibt es eine kleine Geschichte. Wir haben die dann natürlich immer mit ins Hotelzimmer genommen. Nicht um mit ihr Sachen zu probieren, sondern die musste ja dann irgendwie mit ins Hotelzimmer. Und ich werde das nicht vergessen, diesen einen Früh, wo dann die Putzfrau reinkam und dann einfach auf unserem Bett diese Gummipuppe lag. Das war unglaublich eigentlich, wie die geglotzt hat. Außerdem hat sie gesagt, mit euch Pennern will ich nicht mehr unterwegs sein, weil dann spüre ich immer so eine innerliche Leere. Porky Paulina. Also, jetzt pass mal ganz genau auf. Jeder, der denkt, dass er unbedingt was zu sagen hat, aber im Endeffekt nur das gleiche rauskommt wie bei Porky Paulina, also Luft. Die sollten alle mal die Schnauze halten. Heutzutage ist der Anspruch an sich selber und auch an die Mitmenschen so dermaßen in den Keller gesunken, dass mir fast der Arsch platzt. Wenn man nichts wirklich zu sagen hat, dann sollte man einfach still sein. Ne? Das ist, Wie ist das? naja. Ja, das ist, als ob man eine Spaghetti Vongole auf den Teller kriegt und dann irgendwie ist es doch was anderes. Das hat Orgi gesagt, ne? Seitdem Orgi mit Vongole. Spaghetti Vongolo angefangen Ja, hat. Vongole. Mit Butter-Parmesanschaum. Ich lehne mich manchmal gerne zurück. Ne? Das ist auch Vorbeugen gleichzeitig und höre einfach mal zu, was die Welt so zu sagen hat. Und wenn ich dann wirklich, wenn mir wirklich was einfällt, was dazu auch was beitragen kann, dann sage ich auch was, aber sonst nicht mehr. Das ist eigentlich, sonst ist es meistens Gequatsche. Ansonsten, wer kann sonst noch die Schnauze halten? Also ich finde, wer ja die Schnauze aufmachen kann, ist Marina Weißband von der Piratenpartei. Die ist unfassbar. Das ist die politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Ich bin beeindruckt, echt eine coole Braut. Und die hat so Sachen rausgehauen, wie zum Beispiel, das Internet wiegt 50 Gramm. Oder gerade gestern habe ich gelesen von ihr, da hat sie geschrieben, der amerikanische Kongress hat beschlossen, dass Pizza ein Gemüse ist. Der amerikanische Kongress ist ein Gemüse. Ja, die schreibt immer so lustige Sachen oder Videobearbeitung ist eine Bitch aus der Hölle. Das schreibt doch sonst kein Politiker, oder? Deswegen finde, also die kann die Schnauze aufmachen. Ich finde aber, der amerikanische Kongress und die Weltbanken können allesamt mal die Schnauze halten. Gemüse. Gemüse kann die Schnauze halten. Ja, ein Zahnarzt kann auch die Schnauze halten. Das ist interessant, ne? Wenn du heute zum Zahnarzt gehst, dann fragen die nicht mehr, dann sagen die. Mit diesen Zahnreinigungsgeschichten, ne? Dann fragen die nicht so, soll ich ihnen, die sagen immer, soll ich ihnen einen Zahn polieren? Kennst du das? Ja, das ist mein Witz. Nein, 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 die sagen immer, soll ich ihnen nur einen Zahn polieren oder gleich die ganze Schnauze? Nee, soll ich die Fresse polieren? Nee, das ist Prophylaxe. Du gehst hin und sagst, Prophylaxe. bitte einmal ordentlich Fresse polieren. Ja. Aber was sagst du denn? Wer soll denn mal die Schnauze halten? Okay, alles klar. Gut. Kannst die Klappe halten. Ich kenn dich sonst nur mit Krawatte und so, wie du die Blumen
in deinem Büro, wie du den ganzen Tag den Rasen markierst und deine Angestellten voll schikanierst. Endlich weiß ich, was du jede Nacht machst. Die eine abgeht voll in Leder und Lack. Ich wusste gar nicht, dass du Knebeln so magst. Wir beide machen jetzt einen Knebelvertrag. Ich glaub, du hast ab jetzt ein Riesenproblem. Naja, also wir bringen das gleiche Album. Wir bringen ja jetzt das gleiche Album nochmal raus, ne? Und da sind ganz viele unterschiedliche Gäste drauf. Wir machen ein Lied mit Casper, eins mit Materia, Miss Platinum macht auch mit, hoffentlich Jascha auch. Dann machen wir eins mit den Baseballs, eins mit den H-Blocks. Sonderschule. Culture Gandela. Buddy Ogün. Barenboim, wenn das fällt eigentlich auch in die Kategorie, man darf nicht drüber reden. Wir könnten ja auch noch andere US-Stars nennen, die. Nee, da sind aber noch ein paar Hochkaräter. Sido macht vor allen Dingen mit. Ne? Mit dem machen wir ein ganz neues Lied. Meld dich mal bei mir, du Penner. Und ansonsten darf das noch nicht verraten werden. Aber wir fangen jetzt damit an, wenn wir zurück sind von Tour, und das wird spitzmäßig. Oder? Hm. Ja. Das wird ganz gut. Ist eigentlich voll unhöflich, wenn ich in der Sendung die ganze Zeit trinke. Das ist gar kein Problem. Ist voll wahr. März. März, April. Entschuldigung, ich habe gerührt, es tut mir leid. Mir ist ein bisschen schlecht, weil ich habe Geburtstag heute. Ich habe wirklich Geburtstag heute und ich habe nur eine Stunde geschlafen und habe noch nicht so viel gegessen, aber viel getrunken. Soll man ja auch, wenn man viel getrunken hat. Soll man viel trinken, wenn man viel getrunken hat, ne? Genau. Ja, genau. Es tut mir leid mit dem Rülps, wirklich, das war keine Absicht, also das passiert normalerweise. Hast du es dann? Ja. Ich hab dich gestern Nacht auf YouTube gesehen, mit deinem Tennisball zwischen den Zehen, weil ich dich kenne, war's mir unangenehm. Ich glaub, du hast ab jetzt ein Riesenproblem. Ja, genau. Ach so, ob der auf einer wahren Geschichte beruht. Ja, genau. Erstmal gleich sagen. Ja, genau. Nee, natürlich nicht. Natürlich. Aber es gibt ja jetzt vermehrt auch diese Spaßhacker, die sich bei Leuten in den Mac hacken und dann die Kamera, ne? Die können sich ja in die Kamera von dem MacBook hacken und dann die Leute filmen, während sie sich YouPorn angucken, und die stellen das dann online. Das hat jetzt eine ganz neue Qualität, das Ganze. Wirklich? Ja. Ist das so? Das ist so. Also, ne, wenn ihr euch diese hiesigen Sachen anschaut, so YouPorn oder YouJizz oder YouArschloch oder sonst irgendwas, dann müsst ihr einfach so einen kleinen Aufkleber über eure Kamera da oben kleben. Weil sonst kann weltweit jeder sehen, wie ihr euch was irgendwas von der Palme schleudert. Aber es beruht. Du tust jetzt so, als ob nur Männer YouPorn gucken, das ist ja wohl nicht wahr. Keine Ahnung. Guckst du YouPorn? Nee. Also, Frauen nicht. Ich auch nicht. Nee. Das beruht natürlich auf einer wahren Begebenheit, aber das ist eine andere Sache. Da würde ich an eurer Stelle doch mal die Alice Schwarzer fragen. Ob diese Marina Weißband von der Piratenpartei YouPorn guckt? Die liest auf jeden Fall viele Bücher. Weißt du, die drückt bestimmt die Enter-Taste. Okay. Okay, pass auf, jetzt geht's los. Ja, wir lieben euch auf. Also, Hände oben lassen. Wow, fuck. Ich habe ein Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen, wie mit Beleidigungen in 114 Sprachen. Da ist Vafanculo auch mit dabei. Vafanculo heißt ja eigentlich leck mich am Arsch, sagt man. Wir dachten da wirklich, das heißt eigentlich, ich habe dich ganz doll lieb. Deswegen haben wir das Lied geschrieben, Italienisch für Anfänger. Und was hat denn das auf sich? Eigentlich nichts. Das ist halt ist eine Liebesgeschichte, Vafanculo. Ja, genau. Das ist ja wie in der Popmusik auch, ne? Keiner weiß, was es heißt, aber alle grüllen mit. Also von daher kann man auch Vafanculo sagen.
Das haben wir übrigens auch gemacht. Auf dem Album haben wir, das haben wir noch gar nicht so kommuniziert. Auf dem Keule-Album bei Vafanculo haben wir aus allen Live-Video-Mitschnitten, indem wir die Leute haben Vafanculo brüllen lassen, haben das alles übereinander gelegt. Also auf dem Lied singen auch wirklich 100.000 Leute mit. Ungefähr über den Daumen gepeilt so. Mikrofone schön weich lassen. Oh ja, das erinnert mich von der Griffigkeit an irgendwas, aber ich weiß nicht genau an was. Irgendwie komisch. Es war als Klaus Praktikum im Pavian-Käfig gemacht hat, ja, in Berlin. Genau. Da musste man den Pavian einen von der Palme wählen, das war unangenehm. Wirklich. Das ist, ich weiß nicht, warum die das machen, aber das ist wahrscheinlich, die müssen ja auch was abbauen. Ich fand die Idee beschissen, die Jacken anzuziehen, um hier cool auszusehen, Alter. Weißt du, dass ich so schwitze? Ja, aber das Problem ist, ich habe so viel abgenommen, weil du immer dünner wirst. Weil er hat vorhin gesagt, ne, dick und doof. Am Anfang, so vor einem Jahr, war er dick. Und ich war doof und dünn. Jetzt macht er diesen Sport, was er die ganze Zeit erzählt, macht er dieses Sportprogramm mit Personal Training und so, ne? Pole Dance, Rentner Tai Chi und so ein Kram. Und auf einmal wird er immer dünner. Aber wenn man dieses Bild von dick und doof beibehalten will, ist es ja schwierig. Also muss ich auch immer dünner werden. Und wenn ich jetzt die Jacke ausziehe, bin ich wie Iggy Pop. Man sieht mich kaum noch. Und deswegen brauche ich ja eine dicke Jacke an. Ich schwitze zwar wie ein Arsch, aber nee, das ist mein Kaffee hier. Das ist übrigens eine Markenfirma, dieses Rode. Das ist Röde und kommt aus Dänemark. Jetzt hör doch mal auf, Klaus. Lass uns mal ein bisschen professionell wirken. Mach mal. Sira. Welche Schuhgröße hast du eigentlich? 47,5. UK 12, US 13. Magst du Schuhe? Sehr gerne. Sammelst du Schuhe? Ja. Übersteigt dein Schuhsammelleidenschaftseinkommen dein Einkommen? Nein. Warum nicht? Weil ich hab's eben. War schon fertig. Klaus, du kennst dich ja mittlerweile auch aus. Ich komm nochmal von einer anderen Ecke, ja? Klaus, ja. Als leidenschaftlicher Pornofilmsammler, ja, hast du es ja im Laufe der Jahre zu einer absoluten Hochstrecke gebracht von über 2493 Filmen. Sag uns doch mal bitte kurz deine Top 3 der besten Pornotitel aller Zeiten, wobei ich im Vorfeld sagen muss, dass Schwanz im Glück raus ist. Schleudereuter meets Elfmeter ist ein großartiger Porno. Dann, kennst du den nicht? Nein. Wie heißt dieser neue Porno, den Orgi jetzt gerade gedreht hat? Diese Zombie-Nutten schlagen zurück oder irgendwie sowas. Das ist auch, glaube ich, ganz toll. Und, Schnauze voll? Oldie but Goldie. Okay. Das ist, der Titel verwirrt, das ist eigentlich nicht so. Ich weiß, was du meinst. Das ist die Nachfolge von Golden Shower Girls. Genau. Super Film. Ich habe übrigens eine Dame in der Straße, die sieht original aus wie Originalbesetzung von Original Golden Girls. Original White? Original Very White. Original White. White. Understand? White? Ja, White. I mean, White. 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 Ja, genau. White is White. Mach mal die Beine 16:9. Okay. Oh, geil. Habt ihr gehört? Alien vs. Penetrator. Das ist gut. Sera. Ja. Ist die Luft da oben wirklich frischer? Ja. Hat der erhöhte Sauerstoff... Das ist schon falscher Artikel. Nee, das geht schon gar nicht. Du kannst nicht sagen, hat der erhöhte Sauerstoff. Das ist, sag mir einfach, dass du in der Parapsychologie wieder überhaupt nicht aufgepasst hast, weil wenn du barometrische Erkenntnissen nachzuurteilen, ja, ist die Luft ja meistens oben dünner. Deswegen kriegen die Manager auch mehr Gehalt. Das ist einfach ein Fakt, ja. Das ist dann die auch von Happe Kerkeling so oft zitierte Schnappatmung, die dann einsetzt, je höher man lebt. Auch über den Verhältnissen.
Astronauten sind ja völlig abgehoben. Was machen die denn? Cyphern, um die Erde rumcyphern. War das jetzt wirklich die Frage? Ja, das war tatsächlich die Frage. Das war eine ganz schön bizarre Frage. Aber was war denn die Frage? Ist die Luft oben dünner? Nein, wirklich sauberer. Frischer? Also ich weiß ja, dass, das wisst ihr bestimmt auch, ihr seid ja auch weltpolitisch interessiert, dass Nestlé ja gerade weltweit alle Quellen aufkauft, alle Trinkwasserquellen. Ich hatte auch mal früher eine Idee, da fehlt mir aber das Startkapital. Man müsste eigentlich Luft aus dem Himalaya oder so in Sauerstoffflaschen abpacken und nach Deutschland bringen zu den Managern, die auch bereit sind, ganz viel Geld zu zahlen, um ein schäbiges Hotelzimmer zu zerkloppen. Das, kennst du das nicht auch? Das ist jetzt meine Frage, kennst du das nicht auch? Nein. Also die zahlen 1.000 Euro dafür, dass sie ein Hotelzimmer mit einem Vorschlaghammer und einem Presslufthammer und so zerhauen können. Und wenn die danach noch so als Goodie, als Special Deluxe-Version dann noch aus dem Himalaya so eine ganze Flasche wegatmen dürften. Ja, aber das ist doch das, was die bei Flocky in Brandenburg machen, zum Stressabbau. Da kommen die ganzen Top-Manager, hast du schon mal gehört von Flocky und Flocky? Ja. Diese Agentur, wo dann... diese Top-Manager nach Brandenburg fahren, Brandenburg an der Havel, und dann irgendwie für 10.000 Euro so ein Seminar machen und einfach mal die Sau rauslassen. Aus dem Stall? Aus dem Stall. Für 10 Riesen? Für 10 Riesen. Aus dem Stall. Einfach so. Und, du kriegst graue Haare, Klaus. Ich habe graue Haare im Bart auch vor allem. Orthopädie-Mechaniker. Orthopädie-Mechaniker. Viele Menschen haben es mit dem Kreuz. Wie würde Jesus heute aussehen? Wie war das Ende der Frage? Wenn er mal wieder runterkommen würde? Na, wie Kaffee-Jesus. Wir haben doch, weißt doch, der wohnt doch bei dir. Ja. Der sieht original, das ist ja Jesus. Den kennt ihr jetzt nicht, aber vielleicht können wir mal ein Bild einblenden. Also der sieht original aus wie Jesus. Könnt ihr das Bild einblenden vom Ende von dem Hallo-Jesus-Video von uns? Der steht bei uns an der Ecke, so wie Eazy-E, und sagt, will rap for coffee. Ja. Das ist unser Kaffee-Jesus. Der hat einen Kaffeeladen im Prenzlauer Berg. Christiania, ne? Heißt er irgendwie so. Ja, der kommt aus Norwegen. Und der sieht 1:1. Ich bin da mal reingelaufen in den Laden irgendwie. Da lag noch irgendwie Bildzeitung oder irgendwas. Da war original ein Bild von Jesus. Und ich gucke auf diese Bild. Während der Klaus weiter ausführt, meine Damen und Herren, möchte ich die Frage noch einmal zurückwerfen, denn ich habe sie falsch gestellt. Wie würde Jesus denn heute aussehen? Wie würde der, wenn der jetzt noch leben würde? Ja. Nee, wenn der jetzt wieder runtergekommen kommt. Ja. Verdammt gute Frage, wa? Ich meine, da muss man sich ja auch Gedanken machen als Repräsentant so einer großen Verbindung. Was man da anzieht. Trägt man Markenklamotten, trägt man keine Markenklamotten? Passt man sich ein bisschen an, geht mit der Zeit? Wird man gesponsert? Oder nicht? Ist man selbst, freischaffender Künstler? Darf man koksen oder nicht? Darf Jesus koksen? Das ist zum Beispiel. Wäre das okay, wenn der heutzutage koksen würde? Ja, denk mal drüber nach. Ja, genau. Habe ich die Frage eigentlich beantwortet? Was ist mit Crack? Crack-Nutten. Crack-Huren. Die werden nicht gern Nutten genannt, ne? Nee. Das weißt du schon. Ist eigentlich Crack schlimmer oder Hure? Egal. Ist egal. Ich glaube, er würde verdammt gut aussehen und einen Bossanzug tragen. Jesus. Ja, klar. Das lese ich nicht vor. Ist eine Nummer, die mag ich nicht, und diese Frage mag ich nicht. Wer sind eigentlich die 257ers? Das ist eine verdammt gute Frage, das wollte ich schon immer wissen. Wir hatten doch jetzt bei Halt die Fresse, ne, so ein Video gedreht, und dann haben alle geschrieben, ja, wir dachten, ihr seid Keule von den 257ers oder irgendwie sowas. Ich kenne den nicht mal. Ich auch nicht. Also, sehr geehrter Herr Keule von 257, vielleicht kannst du dich mal melden. Was machen die Musik? Ja, wahrscheinlich so. Vielleicht sind die auch so richtig... Ich weiß gar nicht, worum es sich dreht. Vielleicht finde ich es auch. Ich habe es aber auch gelesen. Irgendwas von 275ers. Nee, 257. 257, Entschuldigung. Ich meine, vielleicht ist das total cool. Ich habe keine Ahnung. Also, aber es ist sehr merkwürdig, dass die ganzen Hip-Hop-Fans das total... Nee, auf jeden Fall habt ihr super Fans. Ja. So solche... Fans. Ja, genau. Klaus. Sera. Wo bekommt man eigentlich deine Klamotten her? Steht das da wirklich? Das steht da? Ich kann Werbung machen, wa?
Das ist ja wunderbar. Das macht Mademoiselle Opossum aus Berlin. Relativ kleines, hippes Label. So machen eigentlich so Japan-Kram. Und halt meine ganzen bunten Klamotzkis halt. Spezialanfertigungen. Sehr, sehr schick. Mademoiselle Opossum. Ja, alle wollen von Klaus immer die Hose kaufen nach dem Auftritt. Oder auch die Mütze. Die Mütze habe ich ihm mitgebracht aus Kopenhagen vom Faschingstisch. Super Mütze. 3 Euro. Also ja, wenn ihr die Mütze haben wollt, ab nach Kopenhagen. Oder vielleicht auch, wenn ihr Glück habt, in einem Faschingsladen. Ich bin überzeugt davon. Dann bin ich auch überzeugt davon. Sarah. Gemein die Frage? Nee, nicht gemein. Was würdest du machen, wenn du mal einen Tag eine Frau wärst? Ich würde den ganzen Tag an mir rumfummeln. Wo denn? Na, in den Gebieten ebenso. In den Hoheitszonen. Und vorm Spiegel. Ja? Na klar. Vorm Spiegel? Natürlich. So wie Nina Hagen von hinten vorm Spiegel oder von vorne? Oder beides? Du weißt, dass Nina Hagen in der NDR Talk schon mal saß und vorgemacht hat, die ist aufs Sofa gestiegen und hat vorgemacht, das war 1980 rum oder irgendwie sowas, ist sie aufs Sofa gestiegen und hat gezeigt, wie sie sich von hinten befriedigt. Die sind alle durchgedreht. Ja, das würde ich jetzt nicht machen unbedingt so. So bist du Nina Hagen. Ja, wirklich, oder? War so. Kennt ihr das nicht? Gib mal Nina Hagen in der Talkshow ein und irgendwie Masturbationstipps oder irgendwie sowas, dann kommt das. Dann müssen sie sich hier anpassen. Man kann sehr schön man kann auch schön so machen, man kann auch schön so. Man muss immer darauf achten, dass die Frau ihre eigene Hand dort hat. Man kann es gut so machen. So, man kann es gut anpassen. Und muss jeder darauf achten. Was würde ich machen? Also da das ja auch Flachfeld, da ist in meiner Größe. Hast du dir meine Schuhgröße gemerkt? 45. Perfekt. Auch keine Pumpskit oder sowas, brauche ich mich ja gar nicht schick machen oder anziehen oder sowas. Ich würde einfach den ganzen Tag vorm Spiegel stehen. Dann würde ich mir Pizza bestellen. Oder ich würde dich besuchen, weil du weißt ja nicht, wie ich aussehe. Ne? Dann würde ich dich richtig heiß machen, dann würdest du dich ausziehen, dann würde ich dich an dein Bett fesseln und nackt durch die Stadt schieben. Vor jedes Restaurant. Und dann könntest du da deine Esstiraden abhalten. Und dann können dich die Leute mit Essen belegen, bis oben hin voll. Dann liegst du da mit Essen. Du weißt, dass in Japan ist das, ne, da kannst du Sushi von der Frau, ja, also, gut, ne, ja. Die legen sie das Sushi auf die nackte Frau drauf und dann kann man es essen. Und was der letzte Schrei ist in London, habe ich gerade letztens gehört, ist, das geht wirklich total ab, Muttermilch-Eis. Ernsthaft, in London geht total gerade der Trend ab, Eisläden, wo du Eis aus Muttermilch essen kannst. Ist mir Titte. Nächste Frage. Das war's? Dann mal eine Frage an euch. Was hat euch eigentlich geritten, uns zu interviewen? Ich habe noch eine Frage an dich, Klaus. Wie feierst du deinen Geburtstag, der heute ist? Wie wirst du den heute noch feiern? Also wir sind ja große Hamburg-Fans, muss man sagen. Wir werden erst auftreten. Und danach gehen wir auf die Reeperbahn, wo du ja eigentlich nicht hin darfst. ja, Hip-Hop und so. Probleme. Und dann gehen wir in die Thai-Karaoke-Bar. Und werden da übelst Karaoke singen heute Abend. Mit unseren Hamburger Freunden. Mit Amelie Kuchenbecker und Co. Wie sie geschrieben haben, 4 Chicks und ein Hengst. Ich habe ja auch schon mal in der Davidwache gepennt, ne? Aber so möchte ich meinen Geburtstag zumindest nicht ausklingen lassen. Oh, genau, wir gehen zur Thai-Karaoke. Das war letztes Mal sehr, sehr lustig. Da waren wir auch, Björn Kretschmer war auch da, der Handballer, ne? Und das ist ja echt ein cooler Laden, also ganz... Nicht zu vergleichen mit Berliner Karaoke-Bars, sondern da singen ja auch alle dann mit. Die singen alle mit. Und wir haben da auch, was haben wir, so einen Hip-Hop-Song gemacht, war? Das ging total ab. Ja, wir haben Ice Ice Baby gerappt auf 3,9 Promille. Ja, das war geil. Das war einfach so. Na, ja. Ice. Das war super. Na. Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht. Ja. Cooles Format. Backspin TV. Du hast das, wieso sagst du cooles Format? Du hast es noch nicht mal gesehen. Ja, aber das Mikrofon ist doch schön, das stimmt. Also vielen Dank, ja? Ich habe auch mein Internetdatenvolumen-Stick ist aufgebraucht. Ach, und kommt doch mal bei uns auf die Seite, bei Keule, bei Facebook, Facebook/Keule-Musik und auf keule.tv und beschimpft uns. Ne, mit den 275ers oder was? Was war da eigentlich die Frage? Heißen die jetzt zwei. Nee, was waren. Ach so. Bist du ja jetzt.
Frag mal Favorite, der weiß. Weißt du, woran mich das erinnert? Nochmal ganz kurz. Es gibt so Wimpel immer in amerikanischen Sportgeschäften. Kennst du die? Die sind so mit grün und ein bisschen orange und weiß. Gibt, und da steht auch 257. Ist das nicht ein Team oder so? Es gibt am Alex, gibt es nämlich auch einen Weltflaggenladen. Da kann sich jeder die Flagge seines Landes holen. Das ist mal was. Das sind die eigentlich. Ja. Und ich habe auch einen Rap-Track gemacht gerade. Der läuft Web. Auch bei Aggo hier mit KD und Megalo und Zilla und Said, die ich an dieser Stelle sehr herzlich grüße. Das heißt, die Stadt überhaupt. Kennt ihr das schon? Habt ihr das schon gesehen? Kann man nur in Berlin sehen. Ja. Tut mir leid. Man muss halt eine Berliner Mitgliedschaft haben. Gut. Also, liebe Leute, bleibt sauber. Guckt weiter fleißig Backspin TV. Das war's. Keule, Sera, Klaus. Bis bald. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.